Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Q&A-Video außer der Reihe, Frage- und Antwort-Video. Denn heute Nacht irgendwann hat mich eine Frage erreicht. Und da geht es um das Thema Leaky Gut und ob das bei Kindern genauso zu sehen oder zu handhaben ist. Ich habe nur kurz geschrieben, ja, ist genauso. Und ich antworte in meinem Video, weil ich kann das nicht alles schreiben, ne? Also, Leaky Gut nochmal zur Erinnerung heißt leckender oder löchriger Darm. Nun sind dort nicht wirklich Löcher drin, ne? Biochemisch sieht es allerdings schon anders aus. Denn die Darmschleimhaut hat ein Problem, die Darmbarriere hat ein Problem, denn die Darmwand, die Schleimhaut und die jeweiligen Strukturen sollen ja auf der einen Seite eine Barriere sein gegenüber dem Stuhlgang und dem Nahrungsbrei und auf der anderen Seite dem Körperinneren, wie zum Beispiel dem Immunsystem. Und da liegt auch der Hase im Pfeffer. Denn die Barrierefunktion knickt häufig ein. Und zwar dadurch, dass Zellkontakte, die Zellen, müsst ihr euch vorstellen, sind untereinander alle verklebt über Eiweiße. Diese Zellkontakte heißen in diesem Fall, es gibt mehrere, aber die Tight Junctions, die haben ein Problem. Die sind nämlich nicht mehr so, ja, dicht. Und was dazu führt, dass dann aus dem Stuhlgang molekular irgendein Kram durch die vorhandenen aufgeweichten Zellkontakte durchsodelt, statt dass eine vernünftige Resorption über die Zelle stattfindet. Also, dass Stoffe aufgenommen werden aus dem Darm, das ist ja normal, so soll es ja auch sein. Er soll aber über die Zelle laufen und nicht zwischen den Zellen durchmodeln irgendwie. Und das tut es aber beim Leaky Gut. Und was dann passiert ist, dass das Immunsystem, was darunter im Gewebe sitzt, dann befeuert wird mit irgendwelchen Stoffen. Und die kriegen dann, die kleinen Zellen, Immunzellen, kriegen dann schon eine Prägung von irgendwelchen Stoffen, die sie als bösartig erkennen, als Reizstoff erkennen. Ja, sodass dann eben zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten können dann entstehen oder Allergien. Ja, genau da passiert das dann. Und deswegen ist es zum Beispiel auch nur ein Aspekt, die Nahrungsmittel dann wegzulassen, das ist ja alles schön, damit das Immunsystem dann nicht anspringt. Der zweite Schritt aber, ich muss die Darmwand aufbauen und zwar nicht mit Bakterien immer nur, da kommen wir gleich nochmal zu, sondern die Darmschleimhaut muss aufgebaut werden. Und zwar höchst liebevoll und nicht immer nur reizend. Also, und das passiert schon bei den Kindern. Warum ist das so? Häufig leiden die Kinder, wenn es dauerhaft Antibiose gibt. Das kennt man aus dem Kindergartenalter. Kind hat einen Infekt, vielleicht Mittelohr oder Nebenhöhle, Antibiotikum. Dann ist der Infekt weg, das geht 4 Wochen gut, vielleicht 6 Wochen, nächster Infekt, nächstes Antibiotikum. So, anstatt dass einmal dann ein vernünftiger Darmaufbau gemacht wird nach dem Antibiotikum. Es geht nicht darum, dass das Antibiotikum nicht in Ordnung wäre, böse wäre oder so. Denn wenn die Entzündungen im Kopfbereich sind, ist die Nähe zu den darunterliegenden Strukturen wie Gehirn oder Hirnhäuten sehr nahe. Und da muss man vorsichtig sein, da kann man noch nicht lange rumeiern. Das heißt, da haut der Arzt dann auch schon mal schnell mit dem Antibiotikum drauf. So, aber dann, in Folge müsste dann wirklich die Darmmikrobiologie und nicht nur die Mikrobiologie, stopp, also die Darmbiochemie, so ist besser, ist exakter, aufgebaut werden. Die Mikrobiologie kommt viel später. Und das passiert aber nicht, sodass auch Kinder immer leichter in solche Ungleichgewichte an dem Thema Darm und reinrauschen. Und vielen Therapeuten fällt dazu ein, oh, ich Darmaufbau gleich Mikrobiologie. Nee, ich mache das so nicht. Ich gehe wirklich
Ich fange viel, viel früher an. Und auch Schleimhautmittel, die ihr jetzt wahrscheinlich googeln werdet, sind häufig noch Reizstoffe. Die Schleimhauttherapie basiert meistens darauf, dass man sagt, so, Schleimhaut, ich muss die Zellen reizen, damit die sich aufbauen. Es gibt aber einen Punkt, wo man über dieses Reizen schon hinausgeschossen ist. Ihr müsst euch das so verstehen, die Schleimhaut hat ja ein Problem. Und wenn schon Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Hautprobleme oder weiß der Kuckuck, was da ist, dann ist das schon im System drin. Und dann ist, jetzt reiz ich das System mal noch mehr. Dann ist die Leber richtig schön beleidigt und der Darm ist richtig beleidigt. Das ist kontra. Ja, das ist zu viel. Deswegen ist dann an dieser Stelle Mikrobiologie, kommt überhaupt noch nicht zum Tragen. Bei mir. So, jetzt weiß ich, dass ganz viele sagen, ja, was muss ich denn da tun? Ja, genau. Und das obliegt einem Therapeuten, ja, weil da muss vorher ein Befund gemacht werden. Wie ist die Situation im Darm? Was muss geschehen? Welche Bakterienverhältnisse sind im Ungleichgewicht? Aber welche Schleimhautparameter sind auch nicht in Ordnung? Und das ist einfach Erfahrung. Ja, dass man wirklich guckt, wo steige ich da jetzt ein und so weiter. Das dauert ein bisschen, um das rauszukriegen dann und den Darm aufzubauen. Das ist ein Stufenschema. Das muss sich nicht im Preislichen widerspiegeln. Ihr müsst nur wissen, das dauert. Der Darm ist ein großes Organ und selber mal eben, vergesst es. Außer ihr habt Biochemie studiert und ihr kennt das. Ansonsten ist das so eine Sache. Ja, also versucht das. Versucht euer Glück, aber wundert euch nicht, wenn es dann schlimmer wird. Denn das passiert. Das kann passieren. Ne? Denn ich habe häufig kleine Neurodermitis-Patienten oder sonst wie, da ist zu scharf rangegangen und dann ist das ganze System wirklich ganz tüchtig im Tüdel. Und das dann wieder einzufangen, so ein durchgeknalltes Immunsystem, sage ich mal, das ist dann nicht so ganz einfach. Ja, deswegen holt euch da lieber jemanden, stellt euch lieber jemanden an die Seite. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ein Befund ist wirklich obligat, gerade bei den Kleinen. Und so hatte ich auch schon, also diese Antibiotika-Kinder, ja sowieso, aber ich hatte eben auch schon den Fall, dass die Mutti unter, ich habe das schon mal gesagt in einem Video, dass die Mutti unter der Geburt, also im Entbindungsprozess, irgendwie Antibiose bekommen hat. Natürlich geht das direkt aufs Kind über. Was dazu geführt hat, dass das Kind Probleme gekriegt hat. Schon sofort nach dem Stillen, sogar mit Muttermilch. Ja, und Blähung und diese ganzen Geschichten. Und dann natürlich im Weiteren, Kind wird etwas größer, aber das Spektrum der Nahrungsmittel engt sich immer mehr ein, weil der Darm ja undicht ist, ja, es suppt euch ja durch, es programmiert das Immunsystem und das erkennt immer mehr Nährstoffe als Bösewicht an. Das heißt, es muss die Darmbarriere zu, aber die typischen Schleimhautmittel basieren immer auf Bakterien oder Bakterienfragmente. Und wenn ihr mal guckt, auch Bakterienfragmente, also so Lysate, so zerhackstückte Bakterien, ist für manch eine Schleimhaut noch zu viel an Reizung. Es ist richtig, die Reizung, ja, muss sein, aber vielleicht noch nicht. Und das muss man sehen. Und das muss man wirklich einschleichen mit einem unheimlich langen Atem. Also, es ist nicht immer nur Reizung sinnvoll. Ja, genau, in diesem Sinne, ihr Lieben, also bei Kindern funktioniert es genauso. Schleimhautaufbau ist beim Leaky Gut das A und O. Es gibt nicht den einen Schleimhautaufbau, es gibt auch nicht das typische Mittel. Es ist eher ein Stufenschema, wo sich die Reizstoffe, wo man die Reizstoffe immer mehr verstärkt, bis das Immunsystem letztendlich völlig gut dasteht und nicht mehr überreagiert und so weiter. So, aber das ist ein Prozess.
und nicht ein, ich gebe da mal was und dann klappt das schon. Das funktioniert so nicht. Und je nachdem, wie stark die Symptomatik ist, stellt euch da Hilfe an die Seite. Und Vorsicht immer gleich mit Bakterien oder Bakterien, Lysaten, also mit so zerschrotteten Oberflächenstrukturen oder Eiweißstrukturen auf der Basis von Bakterien. Das kann auch noch zu viel sein. Nur das müsst ihr wissen. In diesem Sinne, ihr Lieben, da sage ich mal an dieser Stelle, macht euch nicht auf den Weg, sondern holt euch Hilfe. Besser. Weil das ist ein komplexes biochemisches Gebilde, der Darm. Da gehört die Leber mit dran, da gehört die Bauchspeicheldrüse dran, da gehört der Magen mit dran, da gehört das Immunsystem, das Hormonsystem, die Psyche mit dran und die ganze Kiste der Ernährung, und damit ist das Wollknäuel perfekt. Und da braucht ihr jemanden, der euch da rauslotst, allemal, wenn es um eine kleine Mickey Maus geht. Da kommt man alleine nicht raus, so leicht. Okay, ihr Lieben, wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Alles Liebe, eure Diana. Musik